Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon! Wie ihr das sehen wolltet, testen wir heute die Wärmebeständigkeit vom stabilsten Handy der Welt. Wir haben das Handy mit kochendem Wasser übergossen, haben ihn eingefroren, haben ihn aus dem 5. Stock geschmissen. Zum Schluss haben wir ihn in flüssigen Stickstoff gelegt. Das Handy hat alles ausgehalten. Wie ihr das sehen könnt, funktioniert das. Das Akku hält wie am Anfang. Die Schutzfolie hat zwar ein paar Blasen, das verhindert aber die Funktion in keiner Weise. Kälte hat das Handy überstanden. Heute will ich ihn auf Hitzebeständigkeit testen. Unzählige Kommentare habe ich von euch erhalten. Zuerst versuchen wir das Handy mit dem Laser zu durchbrennen. Dann nehmen wir ein Bauföhn, das über 100 Grad heiß wird. Link zum Händler packe ich euch in Videobeschreibung. Und wenn ihr eine Challenge zwischen Nokia und diesem Handy sehen wollt, dann liked das Video. Wir starten mit ersten Test. Wer länger auf meinem Kanal ist, weiß, was das für ein Koffer ist. Das ist der stärkste Laser auf YouTube mit 10.000 mAh. Wir haben einige Videos mit diesem Laser gedreht. Schaumstoff zu durchbrennen ist für ihn ein Kinderspiel. Ich will ihn auf das Bildschirm richten, das ist die Schwachstelle vom Handy. Wir fangen an, zuerst die Schutzbrille an. Das Handy ist auch an. Oh, jetzt geht es los. Oh, ich glaube, das Handy hält das nicht so leicht aus. Schaut euch das an. Es ist zwar ein Loch zu sehen, aber das Handy funktioniert weiter. Okay, jetzt kommen wir zum schwereren Geschütze. Ich will mit diesem Bauföhn das Akku vom Handy auf 100 Grad aufheizen. Schauen wir mal, was passiert. Wir lassen das Handy an. Seit über einer Minute halten wir das Baufilm an das Handy-Akku. Es passiert aber gar nichts. Oh, jetzt ist was zu sehen. Nach 3 Minuten hat sich was verändert. Die Plastikschale hinten wurde geschmolzen, aber auch das hat keinen Einfluss auf die Funktion. Okay Leute, lasst uns die Sache zu Ende bringen. Wir gießen jetzt auf das Handy 1 Kilo glühende Lava. Wer es nicht weiß, das haben wir schon mal mit Nokia 3310 gemacht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Wir können aber mit euch abstimmen. Klickt oben rechts und stimmt ab. Wird das Handy noch funktionieren oder nicht? Ich ziehe die Schutzkleidung an. Lasst uns anfangen. Thank you.
Heftig, Leute, das Handy ist umgefallen. Wir mussten ihn löschen. Schaut euch das an. Seht ihr das? Das Handy funktioniert immer noch. Wie? Wie ist das möglich? Das Handy hat deutlichen Schaden. So wird man ihn nicht benutzen können, aber es funktioniert immer noch. Ich erinnere euch, Leute, wenn ihr eine Challenge zwischen den beiden Handys sehen wollt, dann liked das Video. Schreibt mir in die Kommentare eure Vorschläge. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!